Jo Leute, hier Pandiro mit einem komplett neuen Projekt und zwar mit einem Pokémon Let's Play Saphir Grass Type Only Run. Sozusagen das genaue Gegenstück zu Takoros Ground Type Only Run. So, ich überspringe mal das Opening. So. Dieses Grass Type Only Run kommt direkt nach dem Pokémon Smaragd Let's Play von mir. Parallel zum The Legend of Zelda Oracle of Ages Let's Play. Scheiß Professor labert uns zu und erklärt uns, was Pokémon sind. Was wir hoffentlich mittlerweile wissen. Genau wie mein Freund Takoro spiele ich dieses Let's Play ohne Game Sound. Damit man auch meine Narration besser hören kann. Wenn ihr den ersten Part von Takoros Ground Type Only Run gesehen habt, er hat da drin auch erklärt, dass er durch mich quasi auf die Idee gekommen ist, dieses Let's Play zu machen, und ich bin durch ihn auf die Idee gekommen, mein Let's Play hier zu machen. Von daher haben wir uns beide gegenseitig etwas unterstützt. Oh, ich habe Jung, ja, okay, ich habe Jung genommen, gut. Neuer Name. P-A-N-D-I-R-O und okay. P-A-N-D-E-O-R-O. Pallier war sein Name. Yes. Ah, okay. Jetzt hab ich's. Du heißt Pandiro und bist gerade nach Wurzelheim gezogen. Okay, natürlich bin ich bereit, immer doch. Ach ja, genau, für die, die es nicht wissen. Das Grass Type Only Run bezieht sich natürlich da nur darauf, dass ich Pokémon vom Typ Gras in mein Team nehme. Habe ich gerade ernsthaft Gras gesagt? Ich meine natürlich Pflanze. Vom Typ Gras, hört sich an wie so Bob Marley Pokémon oder so, vom Typ Gras. Nein, ich meine schon Pflanzen-Pokémon wie, was weiß ich, Kapilz, was in meinem Smaragd-Let's Play als Champignon berühmt geworden ist. Aber es können auch Dual-Typen sein, wie zum Beispiel Pflanze Gift, Pflanze Unlicht. Aber Hauptsache Pflanze. Jump, jump, die neue deutsche Welle. Jump, jump, Pandiro. So, wir sind da. Ja. Ungemütlich und so. Ah, alles idyllisch, jetzt green, wie ich sagen würde. Gehen wir hinein. Meet me at the hotel room, meet me at the hotel room. So. Ah, mein Zimmer ist oben. Naja, wenn hier unten die Küche ist und nur eine Treppe nach oben führt, nehme ich mal stark an, das ist mein Zimmer. Ey? Wo schläft eigentlich die Mutter, wenn mein Zimmer oben ist und hier unten kein Bett ist? Aber okay. Forget about your clock, dude, and meet me at the hotel room. Oh, die Uhr ist stehen geblieben. Was ein Zufall. So, wir haben 1:55 Uhr. Genau. Ja, sieht ganz gut aus. Ja. Guck mal, was eine indirekte Bitte das war. Die sagt uns, guck mal bitte deinen Schreibtisch an, aber in echt will sie, dass wir an unseren PC gehen und diesen geheimen Trank in unseren Beutel hineinstopfen. So, ab geht's nach unten. Im Smart Let's Play hat sie Gina Wildsax geguckt. Diesmal ist es Dolly Buster. Ja. So, wir wissen natürlich, dass unser Daddy richtig berühmt ist. So berühmt, dass wir, beziehungsweise die Anfänger von Pokémon Saphir, Rubin, Smaragd, gar nicht mal wissen, wie der Typ überhaupt aussieht.
wenn man nicht die Spielanleitung angeguckt hat. Autsch, ich habe mir gerade den Fuß gestoßen. Nicht wundern, wenn ich ein bisschen müde klinge. Wir haben 2 Uhr morgens und ich bin ein bisschen müde. Aber ich konnte einfach nicht warten, diesen Part zu drehen. Oha, schon 5 Minuten. Mein Tochter, okay. Mein nein. So. Bei guter Gesundheit, verstaut. Fehlt noch was? Was? Wer bist du denn? Ach, du bist Pandiro. Du bist heute hergezogen. Das sagst du einfach mal so, ich bin heute hergezogen. Ja, okay. Was, wenn ich es nicht bin? Was, wenn ich nur zu Besuch her bin? Klugscheißer, ne? Was sagst du jetzt? Ah, schon von mir. Ah, du hast schon von mir gehört. Es scheint so, als ob mein Ruf mir vorauseilen würde. Ja. Oh nein, habe ich total vergessen. Ich sollte Vati doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Wie kann man es nur vergessen? Wie kann man nur vergessen, in Pokémon zu fangen? Einfach nur vergessen. So. Der Bodyguard lässt uns jetzt auch hier durch. Und wir sehen Professor Birk, der als größter Schisshase der Welt dargestellt wird, weil er vor einem Pfiffchen abhaut. In meinem Sack findest du Bälle. Das hoffe ich doch mal sehr. Und wie für unser Grass-Type-Only-Run natürlich gut zu gebrauchen ist, ein Gag-Arbor wählen wir uns. Ab in den Kampf. Ich gucke gleich mal, ob es ein gutes Wesen hat. Wenn nicht, dann mache ich gerade mal Pause. Und dann sehen wir uns dann wieder. Aber erstmal gucke ich, was für ein Wesen es hat. Und. Solo. So, ein hitziges ist da doch schon viel besser. Für auch schön Spezialangriff erhöhen und so. Und jetzt würde ich mal sagen, kicken wir dem Pfiffchen in den Arsch. Ich verfolge Takoros Rat und versuche, wenn ich dran denke, dieses Let's Play nicht in Speed ablaufen zu lassen, sondern ganz normal abzuspielen, damit man auch hier alles vom Let's Play mitbekommt. Puh, ich habe im Home Grass Pokémon studiert. Ah, du wurdest angesprungen von einem Pfiffchen. Du geile Sau, du Bockmann. Du bist doch Pandiro. Ja. Komm mit ins Labor, okay? So. Ich bin Pandiro. Na, jetzt habe ich doch ein eigenes Pokémon. Ich nehm's mir einfach. Okay, dann schenkst du es mir halt. Boah, natürlich gebe ich dem Spitznamen. Ich habe schon einen richtig geilen Spitznamen. Tja, komm schon. Da, da. So. Hoffentlich passt's auch rein. Oh ja, es passt rein. So, geil. Bist du bestimmt verdammt guter Trainer, sowieso. Hast du nicht Lust, Maracke dort zu suchen? Nein. Aber man kann nicht Nein drücken. Das war gerade nur die Demonstration, dass man hier nie Nein drücken kann. Deswegen müssen wir Ja machen. Maike soll dir beibringen. Pff, ich bringe der höchstens bei, wie man Trainer wird. Falls du müde bist. Ich geb dir gleich, falls du müde bist. Du haust doch vor Zickzacks ab, weil du Schiss hast. So. Jetzt haben wir unser erstes Pokémon. Und zwar ein Gekabor. Augenblick. Unser erstes
Pokémon. Unser Grass-Type-Pokémon 10 Feet Ganja, auch bekannt als Gekabor, mit einem hitzigen Wesen. So, unser erstes Pokémon haben wir jetzt schon mal. Im nächsten Part kicken wir, denke ich mal, Mike in den Ass. Und dann sehen wir uns im zweiten Part von meinem Grass-Type-Only-Run. Hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn jetzt nicht besonders viel passiert ist. Aber wir sehen uns dann im nächsten Part. Und bis dann und ciao.